Diese Flammen sind eine Schmach für Kreml-Diktator Wladimir Putin. Seit dem frühen Morgen brennt sein vielleicht wichtigstes Prestigeobjekt, die Krimbrücke. Medienberichten zufolge gab es eine Explosion. Videos bei Twitter sollen den Moment zeigen. War es eine Rakete, eine Autobombe oder eine Unterwasserdrohne? Russische Quellen sagen, ein LKW sei explodiert. Genau in dem Moment, als ein Tankzug die Brücke passiert. Zu sehen ist aber auch, dass sich offenbar unter der Brücke etwas im Wasser bewegt. Ein ukrainischer Angriff, nicht ausgeschlossen. Selenskyj-Berater Michailo Podoljak sagte Bild, die Untersuchungen laufen noch. Aktuell sei es schwer zu sagen, was genau passiert sei. Vielleicht sei ja ein Feuerwerk zu Putins Geburtstag schiefgegangen. Nach Angaben des russischen Ermittlungskomitees seien 3 Menschen ums Leben gekommen. Es werde davon ausgegangen, dass sie in einem Auto waren, das sich in unmittelbarer Nähe zu dem LKW befand, der in die Luft geflogen sei. Offenbar wurde eine Fahrbahn der Brücke komplett zerstört, die andere weist ebenfalls Schäden auf. Der Verkehr wurde eingestellt. Auf der Krim bilden sich offenbar lange Staus, wie diese Bilder der ukrainischen Agentur Trutscha zeigen sollen. Die Krimbrücke hatte Putin in Auftrag gegeben und im Mai 2018 offiziell eröffnet, um die illegale Annexion der Halbinsel Krim zu zementieren. Sie verläuft über der Meerstraße von Kertsch und ist auch für die russische Armee sehr wichtig, zum Beispiel um Truppen in die besetzten Regionen im Süden der Ukraine zu transportieren.